Wir alle haben als Kind Harry Potter geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Harry Potter wurde von Narnia inspiriert. Die Theorie handelt sich um die vier Häuser von Hogwarts. Die Häuser von Hogwarts stammen von den vier Königen und Königinnen ab. Nicht nur die Farben stimmen überein, sondern vor allem die Charaktereigenschaften. Die jüngste Lucy ist sehr vertrauenswürdig und fühlt sich in der Natur sehr wohl. Sie repräsentiert das Haus Hufflepuff. Peter, der älteste und starke König. Durch seinen Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit repräsentiert er das Haus Gryffindor. Suzanne glänzt mit ihrer Intelligenz, Individualität und Kreativität. Damit repräsentiert sie das Haus Ravenclaw. Und wie ihr es euch bestimmt schon denken könnt, Edmund, der sich von der Macht der Eisprinzessin verführen lässt, weil er selber viel zu ehrgeizig für seine eigenen persönlichen Interessen ist, repräsentiert natürlich das Haus Slytherin. Diese Theorie wurde nie direkt von J.K. Rowling bestätigt, aber sie hat in unzähligen Interviews gesagt, Narnia war für sie eine Rieseninspiration. Glaubt ihr, diese Theorie ist wahr? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt folgt mir endlich.